Also die Musik von Gounod ist unglaublich emotional und hat einen unglaublichen Reichtum in der Farbenpalette. Also es ist sehr, sehr farbenreich instrumentiert. Das, glaube ich, ist die Herausforderung in dem Stück, dass man diese Farben herstellt, ohne dass man ins Süßliche abdriftet. Wir haben natürlich für diese Fassung uns in den Proben jetzt auch noch wahnsinnig viel damit beschäftigt, wie wir Musik und Text in dieser Version zusammenbekommen. Das ist ja grundsätzlich in jeder Opernproduktion so. Hier war es vielleicht ein bisschen nochmal eine besondere Herausforderung, weil man nochmal ein bisschen genauer hinschauen musste. Und ich glaube aber, dass wir in einer sehr intensiven und konstruktiven Probenphase sehr gute Lösungen gefunden haben. Die Oper Faust von Gounod hieß ja in Deutschland viele, viele Jahre lang Margarete. Und wir haben eigentlich von Anfang an das Gefühl gehabt, dafür, dass das Margarete sehr lange genannt wurde, kommt zwar schon viel Margarete vor, aber es ist aus einer sehr, sehr männlichen Perspektive. Ich konnte einfach nicht sagen, dieses selbstverständliche Frauenbild, was da vor sich hergetragen wird, das kommt einfach so auf eine Bühne und dann auch noch mit einer so die Figuren sympathisch und empathisch wirken lassenden Musik. Und deswegen haben wir einen Kontext gesucht und sind dann auf der Suche nach diesem Kontext ziemlich schnell fündig geworden bei Elfriede Jelinek. So, endlich soweit. Schluss mit der Realität aus Leibhaftigkeit. Endlich dem Leibhaftigen selbst begegnen. Die Zwangsartigkeit des Seins abstreifen, die Artigkeit auch. Elfriede Jelinek hat ein Stück geschrieben vor einiger Zeit, das heißt Faust in and out. Und es ist, wie sie das nennt, ein Sekundärdrama zum Urfaust. Und sie möchte, dass diese Sekundärdramen einen neuen Blick auf die alten Dramen werfen und sagt, die sollen wie kläffende Hunde neben dem Originalwerk herlaufen und die so ein bisschen stören oder in eine neue Perspektive setzen. Es soll eigentlich wie eine alternative Fassung sein, so wie auch schon Gounod in den 10 Jahren dieser Entstehungszeit der Oper ganz verschiedene Fassungen komponiert hat, teilweise auch übrigens mit Dialogen. Und wir haben gedacht, in diese Tradition reihen wir uns ein bisschen ein und machen unsere eigene Fassung, wo wir diese beiden Genres schön zusammenführen.